Hallo, ich muss mich heute leider mal mit meinem Handy melden, nachdem ich meinen Laptop letzte Woche geschrottet habe, beziehungsweise erst zu lang am Balkon gelegen, weil die Arbeit eigentlich immer draußen. Und jetzt ist der Bildschirm kaputt und ist gerade in der Reparatur und jetzt war das Problem, dass ich ja kein YouTube-Video machen habe können. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mein Handy und filme es halt damit, weil eigentlich wollte ich euch was Wichtiges sagen. Ich habe es auf Instagram eh schon angekündigt, aber ja, viele verfolgen ja auch meine Wettkampfvorbereitung auf YouTube und deshalb schulde ich euch auf jeden Fall auch da ein Video und wollte euch ein kleines Live-Update generell auf jeden Fall auch geben. Also ich habe meine Wettkampfvorbereitung abgebrochen vor letzte Woche. Ja, wieso, warum? Es ist einfach so, dass ich, wie ihr in den letzten Videos gemerkt habt, einfach gerade super viel zu tun habe und mein Alltag einfach gerade drunter und drüber geht, eben wegen meiner Marke. Und natürlich geht meine Marke auch vor. Also das ist einfach so ein großes Projekt und da ist jetzt einfach mein Fokus drauf und ich habe einfach gemerkt, also die Abnahme und alles, es ist ja alles schleppend dahingegangen und ich habe euch ja immer gesagt, so ich habe mega viel Stress und der Stefan hat da immer gesagt, ja versuch den Stress zu reduzieren, aber das ist halt einfach nicht möglich derzeit. Plus, es wird über den Sommer hin nicht weniger werden, weil jetzt am 15.07. launcht endlich meine Marke und ich habe euch ja noch gar nicht verraten, wie meine Marke heißt und wie das Logo ausschaut. Und zwar ist es Live, Love, Lift. Ich werde, glaube ich, einfach mal ein komplettes Video dazu machen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin und so weiter und so fort. Aber ich bin so glücklich mit den Namen und ich finde, er ist einfach perfekt und widerspiegelt einfach genau meine Lebenseinstellung und alles, wofür ich stehe. Also das Lift in dem Namen ist nicht nur für quasi Training gemeint, sondern auch was andere Frauen angeht, weil ich einfach ein Mensch bin, der jeden unterstützen möchte und supportet und Lift quasi auch in dem Sinn, dass man bei anderen die Stimmung hebt, anderen hilft und so weiter. Und das ist, was ich mit Live, Love, Lift dann auch euch mitgeben möchtet und verkörpern möchtet und ich freue mich jetzt einfach schon wahnsinnig und ja, also es war einfach eine wahnsinnig vernünftige Entscheidung von mir, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wirklich zu viel. Ich muss auch sagen, der Lorenz hat mir da den letzten Schubs ergeben, weil ich war wirklich kurz vor dem Nervenzusammenbruch vor ein paar Wochen schon und ja, es wäre einfach zu viel geworden. Also wahrscheinlich wäre es vielleicht auch gegangen, aber ich bin halt so ein 100% Mensch und Live, Love, Lift ist einfach mein Baby und das ist jetzt im Moment einfach tausendmal wichtiger, als dass ich jetzt im September unbedingt auf der Bühne stehen muss, weil die Bühne läuft mir nicht weg. Ich kann nächsten Frühjahr starten, ich kann in 5 Jahren noch starten, ich kann immer starten, wann ich möchte, aber das ist eben jetzt das Projekt, wofür ich jahrelang quasi schon gearbeitet habe, also Produkte getestet und so weiter und so fort. Und da ist jetzt einfach, wie gesagt, der Fokus voll und ganz da und das ist auch gut so, weil ich glaube, im Sommer wird es dann auf jeden Fall nicht weniger von der Arbeit. Also jetzt am 15.07. ist wie gesagt der Launch und ihr könnt euch auch schon auf der Website eintragen. Also die Website könnt ihr jetzt noch nicht anschauen, aber ihr könnt euch schon mal eintragen und am Wochenende ist dann das Fotoshooting. Da habe ich ja wie gesagt auch Followerinnen eingeladen und es wird wahnsinnig aufregend alles und ich werde euch da auf jeden Fall auch auf YouTube mitnehmen mit der Kamera. Ich hoffe, bis dahin ist mein Laptop dann auch repariert und ich kann euch da alles wieder besser zeigen, aber ich wollte euch jetzt auf jeden Fall einfach das Update mal geben. Genau, also das geht gerade bei mir ab, viel zu tun und auf jeden Fall sehr aufregende Zeit und ich schlafe momentan auch schlecht, weil es dann irgendwie so tausend Sachen in meinem Kopf und jetzt auch seit wir online sind und wie das ganze Feedback von euch war. Ich habe jetzt auch schon die ersten Produkte gezeigt auf Instagram. Also die fleißigen Follower wissen wahrscheinlich schon jetzt, in welche Richtung es geht, wobei das erst der Anfang ist. Aber es ist einfach alles gerade wunderschön und es ist natürlich ein positiver Stress, aber es ist dennoch Stress und Stress ist in einer Wettkampfvorbereitung nie gut, wenn ihr euch nicht da zu 100% auf konzentrieren könnt. Also es war ja auch so, wenn ich jetzt Wettkämpfe gemacht habe, hat auch immer die Uni bei mir gelitten. Also es ist immer irgendeine Lebenssache, die darunter leidet. Zum Beispiel auch die sozialen Kontakte, die werden irgendwann an eurer Wettkampfvorbereitung leiden. Das ist halt leider einfach so. Und ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben jetzt wirklich gesagt habe, das ist mir jetzt zu viel und das schaffe ich nicht. Oder eventuell schaffe ich es nicht und mache da jetzt einfach den Rückschritt, um dann nächstes Jahr noch besser zu sein. Und ich glaube, das ist auch ganz gut und vernünftig und ich bin auch stolz auf mich, wie gesagt, dass ich die Entscheidung getroffen habe,
so meine beste Freundin hat zu mir gesagt, so, sie war schon kurz davor, mir halt zu sagen, ist das jetzt nicht zu früh oder so, aber ich bin halt so ein Mensch, mir kann man eigentlich auch nichts sagen. Und es hat irgendwie schon in meinem Kopf so gebrodelt und dann eben auch noch, wo ich mit Lorenz drüber gesprochen habe. Und es sind einfach so viele Dinge, die in dem Sommer anstehen. Und ja, ich will jetzt mal Live Love Lift so gut wie möglich machen, groß machen, euch mit coolen Produkten beliefern, die Pakete so schnell wie möglich versenden und so weiter und so fort. Und es ist wirklich 100% die Arbeit von mir und der Vicky. Da ist sonst niemand beteiligt und das ist jetzt einfach das Allerwichtigste. Ich hoffe, es ist nicht traurig, dass ich jetzt keine Wettkampfvorbereitung mehr mache, aber ich mache jetzt weiterhin Diät, weil ich gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt aktuell nicht so wohl und mechert wieder auf mein Wohlfühlgewicht, so, ich sag mal, irgendwo 65 Kilo roundabout. Genau, werde jetzt einfach weiter für mich Diät machen, euch da natürlich auch mitnehmen, aber das Ganze einfach flexibel gestalten, weil momentan ist halt auch so, dass ich gar nicht Zeit habe, dass ich 5-6 Mal am Tag isse und so weiter und so fort und auch meine Trainings vielleicht mal schneller durchziehen muss. Und wie gesagt, wenn ich was machen möchte, dann zu 100% und nicht irgendwie beides zu 60% oder so, weil es wäre einfach nicht gegangen, dass ich beiden Dingen 100% widme. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, sobald mein Laptop wieder funktioniert, gibt es auf jeden Fall mehr Updates zu meiner Marke. Wenn ihr da generell schon Fragen dazu habt oder so, könnt ihr die gerne kommentieren. Ansonsten werde ich euch spätestens dann auf jeden Fall nächstes Wochenende zum Shooting mitnehmen und euch die ganzen Mädels vorstellen und die ersten Produkte. Und ich sag's euch, mein Herz blüht und ich freue mich einfach so auf die Zeit. Und es wird einfach verdammt cool. Und am 14.07. ist übrigens auch noch die Launch Party. Das heißt, da müssen wir auch gerade noch super viel organisieren. Die machen wir in Graz, eben für Freunde, Familie, Presse, also Zeitungen. Und da werde ich jetzt auch noch ein paar Tickets an meine Followerinnen verlosen. Ja, bin auf jeden Fall jetzt sehr glücklich mit der Entscheidung und es tut einfach gut. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich das so fix beschlossen habe und den Stefan gesagt habe, ist bei mir wirklich so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und genau, das sollte ich sagen. Und ich fühle mich jetzt auch nur irgendwie schlecht oder irgendwas, dass ich jetzt einfach dazu stehe, dass es mir zu viel wäre oder ich es nicht geschafft hätte. Sondern das ist was Positives. Und genauso solltet ihr das sehen, weil ich habe da extrem viel Feedback dann auf Insta von euch gekriegt, dass es euch vielleicht ähnlich geht, ihr gerade, keine Ahnung, irgendwie eine Abschlussprüfung gehabt und auf Wettkampfvorbereitung seid oder solche Dinge. Und da muss man einfach für sich entscheiden, was ist am wichtiger. Und in meinem Leben gibt es einfach viele wichtige Dinge und ich bin nicht nur die Bodybuilderin, sondern mache so viel mehr und will da einfach meinen Fokus, wie gesagt, nicht nur auf das schieben, sondern auf viele Dinge, die mein Leben einfach glücklich machen, wie eben meine Freunde, mein Freund, meine Familie, meine Coaching-Kundinnen, Instagram generell, YouTube natürlich und alles, was dazu gehört. Und genau, deshalb die Entscheidung. Ich bin sehr happy damit und hoffe, ihr versteht das. Das wollte ich jetzt sagen. In dem Sinne beende ich das Video auch. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens beim Shooting. Ich habe euch lieb und bis bald.